Crew Lost. Yo, was geht, meine lieben Pokesister und Pokebros, und herzlich willkommen zum Teambuilding-Video. Team-Preview-Video für Pokebro Lost's RKO-Format im UU-Tier. So. Und ich muss sagen, ich hab richtig Bock. Und dementsprechend geht's auch jetzt direkt einfach los mit dem Team, was ich spielen möchte, werde. Und natürlich auch die Movesets erklären. So, und wie ihr es schon gesehen habt, Tobutz war schon im Team dabei. Hier seht ihr einmal die komplette Auflösung. Ja gut, ist jetzt nicht nach der Reihe, aber ist mir egal. So. Gehen wir mal in die Berichte. Berichterstattung, bitte. So. Und hier haben wir ein Tobutz mit dem Wahlschall. Schwebeballsfähigkeit. Die Attacken sind Psychoschock, Feuersturm, Energieball und die Kehrtwende für die Switch Advantage. Und als zweites, hier muss ich sagen, ist einfach ein Fun-Moveset. Ich wollte das mal ausprobieren. Wie gesagt, dieses Pokémon wird vielleicht auch ausgetauscht werden, je nachdem, wie es läuft. Weil, was bringt mir ein Pokémon, wenn ich das nie mitnehme? Und dementsprechend, hier haben wir unser Galalamus. Ein hartes Wesen mit dem Giftschleim. Fähigkeit des Schnellschuss wollte ich unbedingt spielen. Ich werde da auch noch Dynamax Level auf 10 bringen gleich. Und ja, die Attacken sind Zen-Kopfstoß, Ableithieb, Tagedieb und Giftschleim. Gifthieb. So. Da brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu erklären. Okay, kommen wir zum dritten Pokémon. Unser Voltolos habe ich geschenkt bekommen vom lieben Manuel. Ich glaube, den kenne ich ja nicht. Aber trotzdem, Grüße gehen raus. Ja. Scheues Wesen, Plateauschuhe, Fähigkeit Voltabsorber. Attacken sind Donnerblitz, Fokusstoß, Psychokinese und der Ränkeschmied. So, Wolverock steht hier auf der Liste bei mir. Wolverock Zwielichtform. Mit dem Lebenorb ein frohes Wesen. Fähigkeit Krallenwucht. Mit den Attacken Knirscher, Psychobeißer, Turbofelsen und der Nahkampf. Ist all out, alle Mann Gas, powern. Freue mich schon. Und jetzt das fünfte Pokémon ist Tangolos. Mit dem Beulenhelm ein lockeres Wesen. Fähigkeit ist die Belebekraft. Hier muss ich sagen, ist die versteckte Fähigkeit. Falls ihr euch wundert. Ne? Mit den Attacken Abschlag, Gigasauger, Matschbombe und das Schlafpuder. Und zu guter Letzt Primarene. Ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Mit den Überresten. Ein kühnes Wesen. Volles Investment in die Verteidigung. Muss ich hier noch sagen. Denn wir spielen ein Gedankengut Delegator-Set. Die Attacken sind Mondgewalt, Siedewasser und wie erwähnt Delegator und Gedankengut. Wollte ich mal ausprobieren. Aber auf jeden Fall Primarin bleibt drin, weil ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Ja,
Meine lieben Pokesisters und Pokebros, das war's auch schon mit der Team-Preview. Falls Fragen sind, so wie Tobutz, der fragt sich auch andauernd, was hier abgeht. Er freut sich auch schon auf die Screentime. Und dementsprechend würde ich sagen, lass deine Bewertung da. Folgt mir auf Facebook, Instagram. Lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ich freue mich schon auf die neue Season. Und vielleicht schaffe ich es endlich mal öfter zu gewinnen. Und ja, wie gesagt, falls hier und da ein, zwei Movesets nicht funktionieren, werde ich wieder welche austauschen. Ich wollte 8 vorstellen. Obwohl, kann ich eben noch machen. So. Buzzy. Hutsasa. Mit dem Giftschleim. Kühnes Wesen. Und Leute, das ist wirklich eins meiner Lieblings-Pokémon. Deswegen wird es sehr wahrscheinlich sein, dass ich dieses gegen Lamus austauschen werde. Und dann noch ein weiteres. Aber das steht noch in den Sternen. Denn würde möglicherweise eins von zwei Rotoms in Frage kommen. Aber dazu dann, wenn wir soweit sind. Dementsprechend, ja, nochmal vielen Dank für die Geduld, für eure Zeit. Und wie gesagt, geht die Checkliste ab, Abo da lassen, Facebook, Instagram folgen, Like da lassen. Wenn ihr Fragen habt, fragt in die Kommentare einfach. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bleibt gesund und ciao.